Der Goldpreis eilt von Rekord zu Rekord. Gold ist und bleibt eine attraktive Anlage für jene, die sich absichern wollen. Da entstehen natürlich dann auch steuerliche Fragen zum Thema Goldverkauf. Wir wissen ja, Gold ist nach einem Jahr halten steuerfrei. Wie verhält es sich aber zum Beispiel bei einer Schenkung? Oder was ist, wenn ich keinen Nachweis zum Zeitpunkt des Kaufes habe? Oder bekommt das Finanzamt etwas von diesem Verkauf mit, wenn dieser nicht gemeldet wird? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Video befassen. Nun generell, du dürftest wahrscheinlich wissen, wie grundsätzlich der Goldverkauf in Deutschland besteuert wird. Hältst du dein Gold, also wir reden hier von Münzen und Barren, für mehr als ein Jahr, fällt keine Steuer an? Ansonsten fällt die Abgeltungssteuer an. Hier muss man natürlich berücksichtigen, dass es nur um den privaten Verkauf geht. Auch im privaten Verkauf kannst du natürlich sehr große Mengen an Gold verkaufen. Bist du aber jemand, der jetzt gewerblich oder hauptberuflich Gold verkauft, dann gelten natürlich komplett andere steuerliche Regeln für dich. Wir reden hier vom gelegentlichen Goldverkauf ab und zu im Rahmen der eigenen Vermögensverwaltung. Wenn du nun Gold hast, ich sage mal zum Beispiel Goldmünzen und Goldbarren und du hast diese privat erstanden oder jemand hat dir diese geschenkt, dann ist natürlich die Frage, wie du nachweisen kannst, dass du diese mindestens ein Jahr besessen hast, bevor du sie verkaufst und somit der Veräußerungserlös steuerfrei ist. Nun, wenn du überhaupt keine Nachweise hast, dann würde ich dir Folgendes empfehlen. Nimm deine Goldmünzen, nimm deine Goldbarren, leg sie neben eine Tageszeitung, wo das Datum sichtbar ist, mach ein Foto und dann kannst du sie ein Jahr später dann steuerfrei verkaufen. Ein steuerfreier Verkauf davor wird wahrscheinlich nicht möglich sein, wenn du keine Nachweise hast, denn du bist derjenige, der gegenüber dem Finanzamt beweisen muss, dass du dieses Gold hier für mehr als ein Jahr hast. Wenn es überhaupt keine Belege gibt, dann musst du dir selbst sozusagen einen Beleg machen durch ein solches Foto. Aber dann kannst du eben auch erst ein Jahr nach dem Foto letztlich dann hier verkaufen. Ein anderer möglicher Nachweis, hatte ich vor kurzem mal gelesen, ist, wenn du hier an die Hausratsversicherung meldest, dass du so und so viel Gold jetzt erworben hast, damit diese hier einen eventuellen Vermögensschaden auch abdeckt dann gilt auch eine solche Meldung als Nachweis, denn es ist ja davon auszugehen, dass du diese Meldung relativ schnell nach dem Erwerb des Goldes machst. Also ein Jahr nach der Meldung wäre dann auch ein passender Nachweis. Interessant wird es natürlich nun, wenn du eben, wie schon angesprochen, Gold geschenkt oder auch geerbt bekommst. Was ist dann im Übrigen zu beachten? Was gilt dann eigentlich als der Kaufzeitpunkt? Ist es der Zeitpunkt, wo du letztlich das Gold geschenkt bekommen hast oder es geerbt hast? Oder ist es der Zeitpunkt, bei dem der Vorbesitzer das Gold bekommen hat und es erworben hat? Tatsächlich ist Letzteres der Fall. Ja. Das heißt also, wenn du Gold erbst, das letztlich der Erblasser vor zehn Jahren schon erworben hat, dann kannst du es sofort, ohne hier zu warten, dann steuerfrei verkaufen. Aber Ganz wichtig, du musst eben einen Nachweis haben, dass der Erblasser hier im Grunde genommen dieses Gold vor zehn Jahren erworben hat. Gibt es keinen Nachweis, dann wird dir nichts anderes übrig bleiben, als die Methode mit der Zeitung anzuwenden, von der ich gerade eben gesprochen habe. Oder schlicht und ergreifend hier den Erbschein zu verwenden. Ja, du musst einfach mindestens ein Jahr Haltedauer nachweisen können. Und wenn du die Haltedauer des Vorbesitzers nicht nachweisen kannst, musst du eben ein Jahr Haltedauer abwarten. Natürlich gibt es auch einen Steuerfreibetrag bei privaten Veräußerungsgeschäften. Liegt dein Veräußerungserlös des Goldes bei weniger als 1000 Euro, dann musst du auch bei einer Veräußerung innerhalb der Spekulationsfrist keine Steuern auf den Erlös bezahlen. Was ist nun aber, wenn du kein physisches Gold besitzt, sondern andere Goldanlagen? Also zum Beispiel Wertpapiere. Hier musst du natürlich sehr genau darauf achten, wie diese Wertpapiere strukturiert sind. Handelt es sich zum Beispiel um Aktien in Goldunternehmen? Dann gelten natürlich andere Regeln hinsichtlich der privaten Veräußerungen und möglicherweise auch keine Steuerbefreiung. Hier musst du dich also vor dem Kauf gut informieren, frag im Zweifelsfall deinen Steuerberater um hier böse Überraschungen zu vermeiden. Generell musst du bedenken, dass nicht nur das Finanzamt letztlich hier an einem Herkunftsnachweis und dem Herkunftszeitpunkt des Goldes interessiert ist. Wenn du das Gold verkaufst und zum Beispiel du zu einer Bank gehst und dieser Bank das Gold verkaufen möchtest, musst du damit rechnen, dass sie ohne einen solchen Herkunftsnachweis das Gold gar nicht annehmen kann. Das heißt also, erwirbst du zum Beispiel Gold in einem privaten Verkauf, was es immer wieder gibt. Wir haben Mandanten, die hier auch große Mengen Gold im Privatverkauf erwerben. Das heißt, da kommt jemand zu dir nach Hause, bringt 200.000 Euro in Bar mit und kauft Gold des Mandanten ab. So, was machst du dann? Ja, natürlich, du kannst eine Quittung ausstellen. Wird das der Bank dann reichen? Wird das der Bank reichen, wenn du dort 200.000 Euro Verkaufserlös hinbringen willst? Wird es der Bank reichen, wenn du als Käufer dieses Goldes ein Jahr später dieses Gold dann wieder der Bank verkaufen möchtest? Ja, also das heißt, das sind Dinge, mit denen du dich zum Zeitpunkt des Kaufes schon auseinandersetzen musst. Wie kann ich den Kauf dokumentieren? Ansonsten hast du im Nachhinein beim Verkauf möglicherweise alle möglichen Probleme. Wenn du heute in eine Bank reinläufst mit 200.000 Euro in Bar, und kannst nicht nachweisen, genau woher die kommen, kannst du davon ausgehen, dass die Bank die Annahme des Bargeldes ablehnt. Aber nicht nur das. Die Bank wird möglicherweise eine Meldung machen müssen, dass hier eine verdächtige Transaktion vorliegt, obwohl sie das Geld nicht annimmt. Ja. Und dann kann möglicherweise die Stelle, die sich hier um die Geldwäsche kümmert, diese dann an das Finanzamt weiterleiten. Ja. Da reicht es, wie gesagt, aus im Rahmen des Geldwäschereigesetzes, dass hier ein Verdacht gehegt wird. Und so kannst du schon erkennen, wie auch das Finanzamt von einem solchen Goldverkauf möglicherweise indirekt erfahren kann, selbst wenn jetzt eine Meldung in der Steuererklärung unterlassen würde. Ich würde natürlich nie empfehlen, den Goldverkauf nicht in der Steuererklärung anzugeben. Das musst du tun, ansonsten liegt hier eine Steuerhinterziehung vor. Das gilt natürlich auch, wenn du Gold im Ausland besitzt, zum Beispiel in Singapur. Verkaufst du in Singapur dein Gold, musst du auch dies. In der deutschen Steuererklärung dann natürlich erklären. Es spielt keine Rolle, wo sich das Gold befindet, ob sich das in Singapur befindet oder in Deutschland. Im Jahr des Verkaufs musst du es letztlich in der Steuererklärung nennen. Und wie gesagt, sämtliche Finanzdienstleister und dazu zählen neben den Banken auch Goldhändler, müssen im Rahmen des Geldwäschegesetzes hier Meldungen machen von Transaktionen, die verdächtig erscheinen, selbst wenn sie nicht in den eigentlichen Goldverkauf involviert waren. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, also ich hatte das Beispiel gesagt vorhin, wenn du da mit 200.000 Euro in bar zu deiner Bank hingehst und selbst wenn die Bank die Annahme verweigert, muss sie möglicherweise dennoch eine Meldung machen oder mal angenommen, wenn eine Überweisung bei dir auf dem Konto eingeht für 200.000, das ist eher ungewöhnlich für dich und du kannst nicht nachweisen, was hier die Herkunft des Geldes ist, auch dann kann eine Meldung gemacht werden. Die dann am Ende auch beim Finanzamt ankommt. Und natürlich ganz wichtig ist auch zu beachten, dass auch Vertrauenspersonen von dir oder Personen, die du für Vertrauenspersonen hältst, ja, manchmal dich beim Finanzamt verpfeifen. Das sehen wir immer wieder und hier zum Beispiel dann berichten, dass du Gold verkauft hast in rauen Mengen und den Verkauf nicht angegeben hast. Oder vielleicht wird derjenige auch gerade unter Druck gesetzt vom Finanzamt aufgrund seiner eigenen steuerlichen Situation. Und gibt dann deinen Namen preis. Also die Konsequenz dessen ist, mach deine Meldung beim Finanzamt korrekt, gib dort den Goldverkauf an. Aber natürlich schaue, dass du dokumentierst, wann du dieses Gold genau erworben hast, damit du dann hier von den entsprechenden steuerlichen Vorteilen profitieren kannst, wenn du das Gold verkaufst. Dokumentiere den Zeitpunkt, insbesondere dann. Wenn es um private Goldverkäufe geht oder auch eben Erwerb durch Schenkung oder Erbe, hier ist wichtig, dass du dir entsprechende Daten dazu besorgst, wann das Gold erworben wurde, damit du wiederum weißt, wann du es steuerfrei veräußern kannst. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn du Gold im Ausland hast, sagen wir zum Beispiel in Singapur. Singapur wird von uns ja sehr empfohlen für die Goldlagerung außerhalb der EU. Sehr modern, sehr innovativ. Wir haben da schon einige Videos zu gemacht. Such einfach mal auf diesem Kanal. Auch dort gilt natürlich ganz genau das Gleiche. Du musst die Verkäufe melden, selbst wenn sie im Ausland stattfinden. Wenn die Themen Auswanderung, Vermögenssicherung, geografische Diversifizierung von Vermögen auch für dich Themen sind, die wichtig sind, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier. In die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren, Mandanten dabei ins Ausland umzuziehen, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu schützen und natürlich ihre Steuern zu optimieren. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.